So. Yara. Ah ja, hallo, herzlich willkommen zurück. Ich habe irgendwas vergessen. Wo ist Wenn Sie hier sind, um über Benesias Tod zu reden, können Sie sich die Mühe sparen. Sie hat sich das selbst zuzuschreiben. Tun Sie nicht so, als würde Ihnen das nichts ausmachen. Sie war Ihre Mutter. Das war sie. Aber irgendwie auch nicht. Ich erinnere mich lieber an die Benesia, die sie früher war, bevor sie von der Macht der Sovereign verdorben wurde. Meiner Meinung nach ist es Sarens Schuld. Und ich würde an ihrer Stelle auf Rache sinnen. Wir haben genug Gründe, Saren aufzuhalten. Ich muss nicht auch noch Rache mit auf die Liste schreiben. Benesia hat ihren Weg gewählt, so wie ich den meinen. Ich bleibe bis zum Ende bei Ihnen, Shepard. Vielleicht sollten wir da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Sie haben mir von Ihrem Interesse für die Proteaner erzählt. Eigentlich sprach ich von meinem Interesse an Ihnen und machte mich dabei zum Narren. Ich bin den Umgang mit anderen Leuten, wie gesagt, nicht gewohnt. Insbesondere nicht mit Menschen. Als wir uns trafen, wusste ich wirklich kaum etwas über andere Spezies, Shepard. Es fiel mir schwer, die Menschen ernst zu nehmen. Ihr Volk kommt mir immer so gehetzt und nervös vor. Ja, der Dangeborn. Wir genießen nicht den Luxus eines langen Lebens. Eine Asari kann 1000 Jahre leben. Wir haben Glück, wenn wir 150 werden. Das stimmt. Zuerst hielt ich das für eine Schwäche ihrer Spezies. Nachdem ich jedoch einige Zeit bei ihnen und ihrer Crew gelebt habe, muss ich zugeben, dass dies auch ein Vorteil sein könnte. Menschen sind Kreaturen der Tat. Sie verfolgen ihre Ziele mit einer beinahe unbeugsamen Entschlossenheit. Das ist eine bewundernswerte Eigenschaft, aber sie ist auch einschüchternd. Sind Sie von uns eingeschüchtert? Leider sieht der Rest der Galaxis die Menschheit eher als eine Art Tyrann. Sie überrennen alles, was ihnen im Weg steht, um das zu bekommen, was sie wollen. Ja, lass uns vermarktet sein. Meinung zu ändern, Shepard. Ich tue mein Möglichstes, Liara. Es gibt einen Grund, dass Sie vom Rat auserwählt wurden, ein Spectre zu werden. Sie haben in Ihnen etwas Besonderes gesehen. Das Beste, das die Menschheit zu bieten hat. Ich habe mich über Sie informiert. Ich weiß, was Sie auf Torfan gemacht haben. Ich kann mir nicht einmal vorstellen, wie schrecklich das gewesen sein muss, aber Sie taten, was getan werden musste. Sie hätten das nicht hinter meinem Rücken machen müssen. Ich hätte Ihnen gesagt, was Sie wissen wollen. Verzeihen Sie, Commander. Nach unserer letzten Unterhaltung hatte ich Angst, erneut etwas Dummes zu sagen. Ich wollte mehr über Sie wissen, damit ich verstehe, warum Sie zu der Frau wurden, die Sie heute sind. Sie haben etwas Überzeugendes an sich, Shepard. Sind Sie sicher, dass Sie sich für mich interessieren? Sind es nicht eher meine Visionen über die Proteaner? Ich gebe zu, dass Ihre Verbindung zu den Proteanern mein Interesse erst entfacht hat. Aber jetzt ist es mehr als das. Sie faszinieren mich, Shepard. Aber ich war mir nicht sicher, ob es angemessen ist, meinen Gefühlen entsprechend zu handeln. Ich dachte, dass es bereits eine Beziehung zwischen Ihnen und Lieutenant Alenko geben könnte. Baut, bau, wow, und nein! Es war ein unständiger... Wie widerrückt ist das aus? Er ist ein Kollege. Und er ist Wächter. Das macht mir schon mal cool, aber nein. Das ist privat. Der Lieutenant und ich sind nur Freunde. Mehr nicht. Dann habe ich mich geirrt. Ich bin wohl nicht so geübt darin, menschliche Beziehungen zu verstehen, wie ich gedacht habe. Aber was ist mit uns, Shepard? Ist die Anziehungskraft auf beiden Seiten vorhanden? Oder habe ich mich in der Hinsicht ebenfalls geirrt? Nein, Sie hatten recht. Da ist etwas zwischen uns. Ich wusste es. Und ich wusste, dass Sie es auch spüren, aber... Kommt Ihnen das nicht seltsam vor? Warum fühle ich mich Ihnen so nah? Wir kennen einander doch erst seit kurzem. Wir stammen von verschiedenen Spezies ab. Wir haben so gut wie nichts gemeinsam. Das ergibt keinen Sinn. Ergibt nie Sinn. Diese Dinge ergeben so gut wie nie einen Sinn. Dankeschön. Sie geschehen einfach. Und dann werden wir vom Sturm mitgerissen. Dankeschön! So chaotisch, so gefährlich. Das ist mein zweiter Vorname. Ne, Moment, der ist Herbert. Ich sorge dafür, dass Sie in Sicherheit sind. Ich suche keinen Beschützer. Es funktioniert nur halb so gut, wenn man es an zweiten Vorname hat. So etwas nicht gewöhnt. Ich brauche etwas Zeit.
Nehmen Sie sich die Zeit, die Sie brauchen, Liara. Ich bin hier. Ich danke Ihnen, Shepard. Lassen Sie uns vorerst über etwas anderes reden. Nö. Ich muss jetzt gehen. Wiedersehen, Shepard. So, nur damit das auch mal gemacht ist. Ja. So. Hä? Falsche Richtung. Ich will wissen, was das hier eigentlich ist. Statt dass wir ein Greifarm. Gut, dass man den Locher vorhin nicht gehört hat. Da war noch ein schlimmerer drin als wie der eben. Ja. Also. Erstmal speichern. Hier kommt es mir schon wieder teilweise matschig vor, aber nur Monhit-Texturen, das ist das Interessante. Die hier zum Beispiel, die sind brauchbar scharf. Aber die Texturen vom, auf dem, wo war denn das jetzt gerade? Was war das für ein Planet? Noveria! Texturen in Noveria, da waren die Gegenstände so komisch matschig wieder. Von mir aus. So. Passiert. Wir haben eine Mission, so eine Nebenmission auf Pheros, die geht mir mal hart am Arsch vorbei. Wir haben die Penicillin-Station, wo mir hart am Arsch vorbeigeht. 3 Millionen Nebenmissionen, die mir hart am Arsch vorbeigehen. Was das 3 Millionen halt? Hauptsächlich so Sammelaufgaben und ein paar Sachen, die ich noch abgeben könnte auf der Citadel, aber... drauf geschissen. Ich hab jetzt Bock auf Wurmeier. Auf die... Ich hab jetzt Bock auf Wurmeier. Und ich hab keinen Bock mehr auf diesen scheiß Planeten, Noveria-Planeten. Irgendwas wollte ich gerade sagen, aber ich weiß nicht mehr was. Ja, fuhr. Junge. Wurmeier. Landen! Das ist somit das letzte, wo wir noch haben. Rex und Tali oder ach komm, scheiß auf Liara. Scheiß auf Tali, wir nehmen mal Liara mit. Tali vor allem. Tali. Wir nehmen Liara mit, weil Loot brauchen wir inzwischen kaum. Machen wir so. Wir haben das, was wir brauchen im Endeffekt. Jetzt nehmen wir das Team mit, wo man am meisten zusorgt von alle Leute hier. Ich bekomme ein Signal herein. Das muss das Salarinische sein. Das sind gewaltige Verteidigungstürme. Setzen Sie den Marco ab. Wir gehen rein und holen Sie raus. Ich werde versuchen, Sie unterhalb des Radarbereichs reinzubringen, Commander. Bei der Hauptmission kriegt das dann hin, an dort zu droppen, wo man auch hin will. Bleiben Sie außer Reichweite und fahren Sie mit Ausweichmanövern fort, bis ich die Flugabwehrtürme ausgeschaltet habe. Danke, aber ich kenne den Ablauf. Wir treffen uns am Camp, sobald die Türme offline sind. Joker, Ende. Penis. Speichern, gucken. Wo muss ich denn überhaupt hin? Däh! Stellt sich wie immer super mit Tastatur. Do. Oh!
Oh. Was ist hier lang? Im Zweifel immer da, wo die Gegner herkommen. Das ist auf so Verteidigung. Nee. Wir sind in der Verteidigungszone. Das Ding, das rasiert hier durch wie ein 240er MG. So kann ich hier aussteigen. Weiß ich nicht. Aussteigen. Lass mich sperren. Geht nicht. Wir sind immer spiegelmäßig aufgestellt. Hier muss doch auch noch einer sein. Du. Wahrscheinlich hier durch schon erschossen. Warum gehe ich überhaupt nur irgendwo hin looten? Ah ja. Das ist was, das kann ihr nicht leiden. Wenn ihr nicht frei springen darf. Ach, guck mal. Wusstet ihr hier was übersehen? Aber alle draufwirbeln. Was ist das hier? Ich darf nicht sprinten, das kann ich nicht speichern. Alles klar. Somit war der Zwischenstopp hier komplett sinnlos. Finde ich gut. Genauso wie ich meine Zwischenstopps haben will. Sinnlos. Gut XP, aber ich glaube, das haben wir also auch hinter uns, dass wir leveln müssten. Oh. Hallo. Oh! Der schießt hier um die Ecken. Was bist du, wer Cheater? Leg dir mal hin. Liegen bleiben. Ich hab gesagt, liegen bleiben. Also, wenn man das ausnutzt, was das Spiel angibt, dann ist es um einiges einfacher. Aus dem Weg. Es hat nicht erst jetzt solche Deckung durchgeschossen.
Al-Akbar! So. Sonst noch Fragen? Ach, guck mal. Also, ich weiß es nicht. Es kommt mir gerade lächerlich vor, was hier jetzt Betreiber funktioniert. Darum geht's hier. Hauptsache es funktioniert. Da! Das ist das ist der Turm. Wir müssen einen Weg finden, ihre Artillerie auszuschalten. Wir werden nur reingehen und die Scheiße auseinandernehmen. Kabel für Kabel. Wir werden damit. Dürfte funktionieren. Der Shotgun? Na gut, hat der ja Shotgun. Es leuchtet, im Zweifel draufschießen. Okay. Oder auch nicht. Ich sehe, dass die Haupteinheit offline ist, Commander. Nähern uns jetzt der Salarianer-Basis an. Out. Wir sind abmarschbereit, Shepard. Alles klar, in der Hinsicht dann abmarsch. Jetzt mal speichern, weil wir was können. Ich denke, jedes Mal wird beschossen, aber es ist Donner. Oh. Ich muss das umbelegen. Das kann auch langsam nicht mehr so weitergehen. Ich drücke die ganze Zeit auf F. Weil in neueren Spielen aus irgendeinem Grund benutzen jetzt spontan immer auf F ist. Ich weiß jetzt, wofür die zweite Konsole ist übrigens. Und natürlich können wir auch nur im Kampf sprinten und dann auch nur manchmal. Ich habe mich schon oft genug über das Kampfsystem ausgelassen. Ich glaube, man dürfte jetzt meine Meinung dazu wissen. Ich habe sogar bei Shadows drüber ausgelassen, verdammt. Beim Wimmelbildspiel. Herr Kopp, nochmal! Jetzt hör auf, scheiß Medigel! Das ist jetzt verbrauen, ey. Das Schöne ist, ich hab trotzdem immer fast voll. Das ist die Frau. Brauchst du aber das halt nicht. Normalerweise würde man da runterspringen jetzt. Da unten ist Wasser, es ist nicht so tief. Würde man also wieder machen. Nur Shepard und Co. wieder nicht. Flieg heute noch tiefer rein! Der Hund! Ich muss noch fragen. Ach, guck mal. Der hat wirklich noch Fragen gehabt. Ist zu langweilig aus dem Auto raus. Ha, ich habe jetzt trotzdem immer noch E gedrückt.
Das war ja ultra herausfordernd, du. Was? Mit dem Panzer dürfen wir eigenständig springen? Mit dem Panzer? Dazu sorge einfach schon gar nichts mehr. Commander, die Normandie ist an der Basis gelandet. Aber es sieht aus, als sitzen wir hier fest. Der salarianische Captain kann alles erklären, wenn sie hier sind. Ja, danke. Dezent unauffällig. Da ist das salarianische Camp. Stealth Panzer! Wuhuhu! Und was sollen wir jetzt machen? Wir bleiben hier, bis wir einen Plan haben. Was ist los? Haben Sie hier das Sagen? Wie ist die Lage hier? Scheiße. Ich bin Captain Kirahe, 3. Infiltrationsregiment STG. Sie und Ihre Crew sind gerade inmitten einer Gefahrenzone gelandet. Jedes Flugabwehrgeschütz innerhalb eines 10-Meilen-Radius wurde von Ihrer Anwesenheit in Kenntnis gesetzt. Was sollen wir in der Zwischenzeit machen? Wir bleiben hier, bis der Rat die angeforderte Verstärkung schickt. Das sind wir. Wir sind die Verstärkung. Was? Mehr haben die nicht geschickt? Ich sagte dem Rat, sie sollen eine Flotte schicken. Die Bierflotte! Wir konnten Ihren Funkspruch nicht verstehen. Man schickte mich, um dem nachzugehen. Das war doch genau unsere Aufgabe. Ich habe mein halbes Team bei der Untersuchung hier verloren. Und was haben Sie gefunden? Sarens Operationsbasis. Er hat hier eine Forschungseinrichtung errichtet, aber die ist extrem gut gesichert und es wimmelt davon Geld. Was erforscht Saren? Er nutzt diese Einrichtung, um eine ganze Armee Kroganer heranzuzüchten. Wie ist das möglich? Es sieht aus, als hätte Saren ein Heilmittel für den Genophage gefunden. Die Geht sind schlimm genug. Aber eine kroganische Armee, damit wäre er so gut wie unbesiegbar. Ganz genau meine Gedanken. Wir müssen sicherstellen, dass diese Einrichtung und ihre Geheimnisse vernichtet werden. Vernichtet? Wohl nicht. Unser Volk stirbt. Dieses Heilmittel könnte ihre Rettung sein. Wenn das Heilmittel diesen Planeten verlässt, werden die Kroganer unbezwingbar sein. Wir dürfen nicht den gleichen Fehler zweimal machen. Wir sind kein Fehler. Könnte er sich zu einem Problem entwickeln? Es gibt schon genug wütende Kroganer, um die wir uns kümmern müssen. Er wird drüber hinwegkommen. Ich rede mit ihm. Das weiß ich zu schätzen, Commander. Meine Männer und ich müssen unseren Angriffsplan überdenken. Können Sie uns etwas Zeit lassen? Nur zu, Captain. Ich komme bald wieder. Es wird nicht lange dauern, Commander. Sollten Sie in der Zwischenzeit Nachschub oder Vorräte brauchen, können Sie sich an Commander Rentola wenden. Er ist in einem der Zelte in der Nähe. Sieht aus, als würde es etwas kompliziert werden. Ach. Ja. Ich würde mir nicht solche Gedanken machen, wenn es nicht um Rex ginge. Er sieht aus, als würde er jeden Moment durchdrehen. Glauben Sie, ich sollte mit ihm reden? Ja. Täte keinem weh. Naja, vielleicht doch. Seien Sie einfach vorsichtig. Wegen Rex mache ich mir keine Sorgen. Er wird keine Probleme machen. Wie Sie meinen. So. Squad. Ich habe wieder einen Punkt. Burp. Ausrüstung. Alle nehmen. Wir fahren jetzt mit dem Ausrüstung. Fahren wir durch. So. Aber ich werde ihn im Auge behalten, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Tu, was du nicht lassen kannst. So. Nächste Folge, wenn wir dann... Alter! Mit Rex reden, der da drüben vor sich hinschießt und dafür sorgen, dass er nicht amok läuft. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Tschüss.